Aber ich weiß jetzt wenigstens, wie ich die erste Phase, denke ich. Hinter mich kriege. Vielleicht doch, die erste Phase kann ich mittlerweile ganz gut. Udo besiegt. Pesthauch. Die Fähigkeit hätte ich wirklich gerne. Okay, ich müsste mit dir reden, aber vorher... Ah, der Kampf war jetzt wirklich nicht ohne. Bei dem habe ich gut Herzrasen bekommen. Und zwar wirklich gut. Ich habe jetzt auch, ich glaube, 4 oder 5 Versuche gebraucht. Ja, ich denke, ich gehe zu dieser Frau zurück, bevor ich jetzt dieses Level beende. Ah, ich kann gar nicht.
Okay. Ausruhen, Seelendrum-Menü, Gegenstand anzeigen. Seelenthron-Menü. Ah, das ist mit Level steigen. Also ein Level kann ich noch steigen. Ja, ich mache erstmal Angriff hoch und dann die Seuche, weil für den Endboss ist das mit der Seuche echt nicht schlecht. Und wenn ich die beiden auf 10 habe, mache ich vielleicht Vitalität ein bisschen hoch. Parieren. Ich denke, das ist besser, weil ich mache eh schon so viel Schaden. Und Parierschaden ist ja auch nur der normale Leben und nicht diesen Grünbalken. Der, denke ich, ist das effektiver. Ist auch dann leichter zu parieren. Hier der Nebel. Pesthauch. Ja, doch, der ist super. Zusatzaktion. Oha, also das wirkt ja mal sehr stark. Ja, das wusste ich aus und mit deinem nächsten Talent schalte ich. Noch einen zweiten Slot frei. Ja. Das mache ich. Nein, noch bin ich nicht bereit, mich zu erinnern. Hat sich hier irgendwas geändert? Nein. Eins von drei? Okay. Oh, es würde mich jetzt schon interessieren. Zerstöre alle Zisten. Dann machen wir mal eine Nebenmission. Okay, wie viele habe ich von diesen vergessene Feder?
Ah, da kann ich alles zurücksetzen. Das ist nicht schlecht. Wie viele Erinnerungen macht Stufe 2 hoch? Das teste ich mal anders. Okay, das geht von Zirkus runter. Ah, da bin ich auf jeden Fall dabei. Okay, ich sollte nicht so viel rumspielen, so wirklich, wirklich nicht. Dann kann ich ja nicht ziemlich viel besiegen, oder? Naja, nein, nicht wirklich. Nicht wirklich. Der kann ich einen kleinen Buff geben. Mit dem Buff greife ich sie volle Pulle an. Das war jetzt nicht schlecht. Odos Schwarzblut-Notizbuch. Okay. Da war er mit überzeugt, dass er recht hatte. Auf jeden Fall den Thron, aber ich habe 1912. Wenn ich jetzt die Erinnerung 2 einsetze, 500.
einen Angriff. Und der Rest in die Seuche rein. Ja, okay, das mit der Konterangriffsleiste ist auch nicht schlecht. Dann gehe ich erstmal hier rauf. Ja, die Dolche kann ich upgraden. Ach Mist, ich bin so ein Depp. Ich wollte jetzt die zweite Seuchenwaffe freischalten. Okay, das ist halt doppelt so viel. Aber über eine längere Zeit hinaus. Der bräuchte auch wieder ein Ding. Ich lasse das erstmal hier alles dabei. Ich heb mir die jetzt erstmal auf. Und guck, wie das dann alles ankommt. So um die 200, wenn ich es drauf anlege. Okay, ist hier noch irgend so ein Kleingegner? Anscheinend nicht. Mit der Heilung ist auf jeden Fall wirklich schön. Komm mal her. Komm her. Da ist ja jemand aggressiv drauf. Okay, einen anderen Weg gibt's nicht. Ich wollte ihm die Axt wegnehmen. Okay, das ist seltsam. Dass der Zirkus immer noch neue Leute wollte, obwohl sie
die Attraktion eingestellt hatten. Ah, da muss ich mich jetzt noch nicht ausruhen. Wenn das alles von den Missionen ist, dann sind die ja gar nicht so schwer. Weil sie nur ein bisschen Erfahrung sammeln. Manche sind von Natur aus im Himmel. Schon noch eine Feder. Ich glaube nicht, dass ich ihn sehen kann. Kommt er bis hier unten hin? So ein Mist. Ich hätte auch gern oben noch mal was gemacht. Ja. Jetzt gibt es sogar einen Propheten. Ich könnte hier runter und da hoch.
hält er sich ständig? Ist das ein Spielfehler oder ist der... Langsam glaube ich, dass er unbesiegbar ist. Ist doch nicht normal, dass er so eine krasse Heilung hat. Ich muss ihn hier oben besiegen. Die heilen sich wirklich, wenn sie von ihrer Reichweite weg sind. Minze, oh. Das gefällt mir. Minze hört sich sogar sehr gut an. Okay. Sowas sollte man nicht sagen, wenn man in einer Geheimbehörde arbeitet. So sehr intelligent sind sie anscheinend nicht. Rika komplett. Nein, ich habe einfach nichts mehr gesehen. Jetzt darf ich den ganzen Weg wieder nach unten laufen. Dabei hatte ich es schon. Ich muss sie aber nur schnell einmal töten. Dann kann ich auch gleich noch mal ein paar Splitter sammeln.